der sich da jetzt noch hochdrücken kann. Guck mal, wie schön der da liegt. Süß. Gib mir nochmal schnell eins. Ja, das brauchen wir für Kompliment, oder? Super. Nein, dadurch. Kommt der jetzt noch hoch überhaupt? Komm, lass ihn mal. Der ist so lange schon in der Position. Komm, du lass hoch. Komm. Wie? Hoch. Komm. Ja. Komm. Der weiß gar nichts mit der Position anzufangen. Oh, Bibi. Der muss sich... Ach doch. Guter Junge. Super. Hab gedacht, dem schlafen jetzt die Beine ein. Super. So, jetzt machst du noch so ein bisschen gehen und stehen mit ihm und dann würde ich gar nicht viel mehr machen heute. Geh mit der Sophia mit. Oder wenn du joggen willst, dann jogg, aber pass auf, dass er nicht ausschlägt. Ja, siehst du? Sag ich doch. Lass du in der Mitte, dass du den kleineren Zirkel hast. Die zwei haben so einen Spaß und sie kann das so viel besser als ich. Ich habe einfach Angst, aber ich habe natürlich auch um sie Angst. Der kennt ja nichts mit seinen Beinen, wie wir das loswerden. Aber das zeichnet ihn natürlich auch aus. Aber ich finde das schon gefährlich. Ja. Ja. Ich habe das noch nie beim anderen Pferd gesehen. Aber ob wir das je rauskriegen, das ist doch gefährlich. Und was der in letzter Zeit für Bewegungen macht, hier auf engstem Raum, ohne zu fallen. Und gestern ist er mal wieder umgekippt, da hat er eigentlich Blödsinn gemacht. Und dann konnte er vor lautem Blödsinn das nicht halten. Das war gar nichts. Ja, und jetzt in die Richtung. Super, jetzt hast du ihn schon in die richtige Richtung. Aber ich will, dass er jetzt zu mir reinkommt. Okay. Abstand. Ich will nicht, dass er steigen kann. Diese Zirkusstückchen immer. Der braucht das nicht, der benutzt das nachher gegen mich. Der wäre jetzt schon Wurst. Ich muss es immer wieder sagen. Warum muss sowas enden? Der hat eine Lebensfreude. Bestimmt gibt es Ataxie, wo es auch mit dem Tod besser gewesen wäre. Aber man muss doch nicht immer gleich aufgeben, nur weil was nicht reitbar ist, ohne alles Mögliche zu tun. Und er hat sich so gut gemacht. Was haben wir ein Glück. Und das ist doch so schön mit ihm. Loben, so ohne Ausschlagen wäre es mir nämlich lieber.